Es gibt ein paar Sachen, die YouTube auf der Plattform nicht gerne sehen möchte und deshalb sind die in den YouTube-Algorithmus eingebaut, dass wenn du diese Sachen machst, deine Videos automatisch schlechter gerankt werden oder komplett verschwinden. Was genau das für Sachen sind, damit du das vermeiden kannst, werde ich dir in diesem Video erklären. Hallo und herzlich willkommen zu So geht YouTube. Ich bin der Jan und hier auf dem Kanal So geht YouTube dreht sich alles darum, wie du auf YouTube deinen Kanal zum Wachstum bringst. Falls du davon nichts verpassen möchtest, dann klick doch auf Abonnieren, am besten auch auf die Glocke. Hier in diesem Video soll es jetzt allerdings ein paar Sachen gehen, die dieses Wachstum eben verhindern. Denn ich habe zuletzt von einem YouTube-Programmierer wirklich erfahren, dass es Sachen gibt, die rein programmiert sind in YouTube, wo YouTube wirklich der Algorithmus aktiv verhindert, dass deine Videos angezeigt werden, wenn du ein paar Sachen machst. Es gibt von YouTube selber eine Seite, die nennt sich Optimierungstipps zur Auffindbarkeit. Da gibt es ganz viele Tipps, was man tun sollte, um mit seinen Videos besser zu ranken. Die gleichen Sachen, die ich auch immer erzähle, so Sachen wie längere Watchtimes oder größere Klickrate und so, nur dass es da alle möglichen nochmal Ausführungen gibt, kann man sich echt gut mal angucken. Ich habe es in der Videobeschreibung verlinkt. Da gibt es allerdings so ein paar Sachen, da steht, das solltest du vermeiden. Und ich dachte immer, das waren so allgemeine Sachen, weil YouTube das auf der Plattform nicht gerne sieht und das je nachdem gefleckt werden könnte oder so. Aber nein, es geht hier tatsächlich darum, dass der YouTube-Algorithmus diese Sachen programmatisch nicht so viel anzeigt, wie wenn du es lässt. Und deshalb wollte ich hier jetzt mal ein Video dazu machen, weil ich glaube, das ist eine sehr, sehr spannende Sache, wo man wirklich im Hinterkopf behalten sollte, dass man diese Dinge besser sein lässt, wenn man möchte, dass seine Videos angezeigt werden. Es geht hierbei hauptsächlich um Titel und um Thumbnails, was man da falsch machen kann. Ich fange mal mit dem Titel an und zunächst einmal die eigentlich logischen Sachen. Du solltest keinen irreführenden Titel benutzen. Wenn du einen Titel benutzt, wo es nicht ums Video geht, das ist schlecht. Das liegt aber auch einfach daran, dass die Leute das Video sich dann nicht so lange angucken und die Leute das Video dann verlassen. Was allerdings auch schlecht ist, eine beleidigende oder unangemessene Sprache. Also auch wenn du zum Beispiel sowas wie Schimpfwörter in den Titel packst, kann es gut sein, dass YouTube vom Programm her einfach deine Videos versteckt. Jetzt wird es allerdings besonders spannend, denn es gibt zwei Sachen, die ich da gefunden habe, die ich als sehr, sehr spannend beim Titel erachtet habe. Erstens, All Caps Titel. Also wenn du alles in Großbuchstaben schreibst, dann sieht YouTube das als Spam an. Oder auch wenn du mehrere Wörter in Großbuchstaben schreibst, sieht YouTube das tendenziell als Spam an und zeigt dein Video nicht so viel an. Das heißt, für alle, die ihre Titel ständig in All Caps schreiben, vielleicht lasst ihr das mal besser bleiben, denn es kann sein, dass der YouTube-Algorithmus eure Videos deshalb versteckt und deshalb nicht anzeigt. Das ist eine Sache, die finde ich sehr, sehr spannend. Was genauso ist, sind mehrere Ausrufezeichen hintereinander. Also wenn du so ein Spamming von Ausrufezeichen, 5 Aufrufezeichen ins Ende von deiner Beschreibung oder sowas setzt, dann wird YouTube dein Video tendenziell auch eher verstecken, weil das ist natürlich was, kann der Algorithmus ganz, ganz einfach erkennen und sagen, hey, wir wollen nicht, dass jemand so einfach, ja, da viel zu viel Aufmerksamkeit irgendwie mit seinen Titeln versucht, künstlich zu erregen. Wenn der Titel nicht spannend ist, da 5 Aufrufezeichen dran zu setzen, ist natürlich irgendwie Quatsch. Und deshalb will YouTube das wahrscheinlich auch verhindern, weil es so ein bisschen wirkt, als ob Leute in YouTube rumschreien und pöbeln würden mit ihren Titeln. Das heißt, das wird da wirklich aktiv vom YouTube-Algorithmus verhindert. All Caps Titel und Ausrufezeichen würde ich an eurer Stelle mal Gedanken drüber machen, falls du da sowas benutzt, ob es nicht vielleicht mehr Klicks geben könnte, wenn du das weglässt. Beim Thumbnail führt YouTube auch wieder allgemeine Sachen aus, wie keine irreführenden Thumbnails, gleiche wie eben. Klar, wenn du ein anderes Thumbnail machst, als im Video drin ist, dann wird es A, erstmal kann es von YouTube weggefleckt werden, aber B, werden die Leute sich das Video eh nicht so lange angucken, weil eben was ganz anderes draufsteht, als drin ist. Aber dann gibt es auch wieder die Sachen, die YouTube wirklich programmatisch rausholt. Das erste sind ekelerregende oder abstoßende Bilder. Liegt vielleicht auch wieder ein bisschen daran, dass Leute tendenziell nicht so viel draufklicken, dass YouTube das empfiehlt, nicht zu machen. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass YouTube das tendenziell erkennen kann, weil was auf diesen Bildern, auf den Thumbnails drauf ist, das kann YouTube sehr, sehr gut erkennen. YouTube benutzt da von Google diese eigene KI, also diesen eigenen Computer, der intelligent ist und der mit künstlicher Intelligenz versucht herauszufinden, was auf den Bildern drauf ist. Und man kann das selber bei Google auch benutzen. Das funktioniert ziemlich gut. Der kann sagen, mit so viel Wahrscheinlichkeit ist da irgendwie ein Vogel auf dem Bild drauf und einen Marienkäfer oder irgendwie sowas, und es stimmt häufig. Häufig sagt er selbst, ist es mit dieser Art und Weise fotografiert worden und so. Er kann da sehr viel erkennen. Das heißt, YouTube kann eure Thumbnails schon sehr, sehr gut auswerten und weiß auch, was da ungefähr drauf ist an Dingen. Das heißt, wenn da so Sachen stehen, kann es gut sein, dass YouTube das auch erkennt, dass zum Beispiel was Ekelerregendes, Abstoßendes drauf ist. Gewalt oder Gewaltverherrlichung wird anscheinend auch gesperrt, wobei ich vermute, dass nicht super viel gesperrt wird. Es gibt ja doch sehr, sehr viele Thumbnails, die auch Gewalt aufweisen und das trotzdem angezeigt werden. Aber vor allem eine Sache, die ich auch ganz, ganz spannend fand, ist,
sexuelle Inhalte oder eben leicht bekleidete Menschen. Auch das wird vom Programm her gesperrt. Und wenn ich mir überlege, früher waren auf YouTube ganz, ganz viele Thumbnails, wo irgendwie leicht bekleidete Damen drauf waren. Gerade wenn ich an so einen LeFloid denke oder so, der ständig irgendwie halbnackte Frauen da drauf hatte. Das ist mittlerweile nicht mehr so. Vielleicht liegt es daran, dass YouTube tatsächlich den Algorithmus umgestellt hat und die YouTuber auch gemerkt haben, okay, das funktioniert nicht mehr so, wie es früher funktioniert hat, weil YouTube solche Thumbnails tatsächlich aktiv verhindert, dass die auf YouTube angezeigt werden. Also nochmal kurz zusammengefasst, die, wie ich finde, wichtigsten Sachen: keine All-Caps-Title, nicht zu viele Ausrufezeichen spammen, keine halbnackten Leute aufs Thumbnail, keine Gewalt oder ekelerregenden Bilder am besten oder keine zu krasse Gewalt oder zu ekelerregenden Bilder und klar, nicht irreführen, sondern wirklich was draufpacken, was auch dein Video beschreibt. Und wenn du diese paar Regeln beachtest, dann solltest du es wirklich schaffen, dass deine Videos eben nicht in diese Falle geraten, dass hier der YouTube-Algorithmus die komplett sperrt. Wenn du noch mehr solcher Tipps haben möchtest, dann abonniere doch diesen Kanal. Und falls dich der YouTube-Algorithmus interessiert, dann habe ich hier ein sehr, sehr ausführliches Video dazu gemacht. Kannst du dir gerne angucken. Da erkläre ich dir nochmal ausführlich. Ansonsten würde ich sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Das war's von mir. Tschüss, euer Jan.